Hallo zusammen, ich bin's Raphael. Ich habe ein Video gemacht, ich habe sogar ein paar Videos mehr gemacht über das Londoner System, aber in einem Video habe ich ein paar Trainingspartien von mir gezeigt, in dem ich typische Mattangriffe gezeigt habe am Königsflügel. Und jetzt hat mir der Franz eine Partie geschickt, wo man das noch viel besser sieht. Und da habe ich gedacht, dann zeige ich das auch, das ist eine schöne Ergänzung. Weil das ist wirklich eine Partie, da sieht man mustergültig, wie der London-Spieler am Königsflügel durchbrechen kann mit Mattangriff. Das schauen wir uns mal an. Was ist das Londoner System? Das Londoner System ist im Grunde D4, Läufer F4. Und die Idee ist, dass man hier eine Bauernpyramide aufbaut, direkt in der Mitte vom Brett im Zentrum, die ganz stabil ist. Und die Figuren sollen sich dann hier hin entwickeln. Das ist so die Idee. Und das werden wir jetzt genau sehen, wie Weiß diesen Plan verfolgt. Schwarz macht im Grunde nichts falsch. Er entwickelt auch. Greift hier mal die Dame an. Stellt mal den Springer dazwischen. Und jetzt hat genau Weiß diesen Aufbau erreicht, den er haben wollte. Die Bauernpyramide steht, die Springer stehen in Position, die Läufer stehen in Position, das ist wunderbar. Eine Idee ist, dass dieser Läufer eben außerhalb der Bauernkette steht, also nicht eingeschlossen ist hier drin, sondern außerhalb steht. Und die andere Idee ist, dass dieser weißfältrige Läufer hier aus dieser Bauernpyramide heraus ganz gefährlich auf den Königsflügel zeigt. Schwarz entwickelt auch. Und jetzt sehen wir schon, jetzt haben wir schon zwei, die hier zeigen, aber das ist ja alles noch gedeckt, also da droht nichts. Schwarz tauscht hier einmal, hat jetzt das Läuferpaar verloren, das heißt, das ist vielleicht ein erster kleiner Erfolg für Weiß. Dass Weiß hier wirklich das Läuferpaar gewonnen hat. Jetzt kommt die Dame nach B6. Und das ist auch ein typisches Manöver für einen London-Spieler, dass er hier einen Springer nach E5 spielt. Schwarz tauscht gleich. Und oft tauscht man hier mit dem Bauern zurück, um den Springer irgendwie zu vertreiben. Hier mit dem Läufer zu schlagen, ist aber auch sehr gut. Und jetzt wird es langsam schon gefährlich. Gefährlich für Schwarz, weil Schwarz zieht hier die Dame einmal, er zieht die Dame nochmal. Das heißt, das war hier auch eine Trainingspartie, ich glaube, gegen den Computer mit normal Schnellschach. Und das sind Tempoverluste. Und die können sich rächen. Also derzeit sollte Schwarz lieber etwas tun, seine Figuren zu entwickeln. Er kann hier nicht hier beliebig mit den Figuren hin und her schieben. Das wird Weiß ausnutzen. Weiß greift mal diesen Bauern an. Schwarz kommt vor. Und jetzt wäre eine gute Idee, zum Beispiel kurz Rade zu spielen. Oder A4 wäre auch aggressiv. Weil wenn er jetzt hier schlägt, kommt der Turm raus, hat eine offene Linie. Also das wären so gute Ideen. Und hier wählt jetzt Weiß im Grunde so den aggressivsten London-Plan. Also das ist so ein bisschen so die Aggro-Variante. Das heißt, hier will man noch eine Figur rüberbringen. Und dann rennt hier im Grunde so der Bauernsturm. Das ist so, also aggressiver kann man es gar nicht spielen. Das erlaubt aber Schwarz jetzt die Möglichkeit mit Springer G4 einen dieser Angreifer von der Diagonale zu bekommen. Denn hier greift er ja auch den an und den Läufer. Das heißt, der Läufer müsste sich jetzt zurückziehen und dann ist hier oben ein bisschen Druck weg auf den schwarzen Königsflügel. Also das wäre jetzt eine Möglichkeit für Schwarz gewesen, sich so ein bisschen zu befreien, wieder durchzuatmen. Die Chance verpasst aber
Schwarz und spielt noch einen Zug, der eigentlich nichts macht. Also noch ein Tempoverlust. Also wir haben jetzt schon hier die Dame gesehen, jetzt sehen wir den Bauern. Das ist alles Tempoverluste. Und Weiß möchte das ausnutzen. Er möchte wieder hier zurück. Dann würde er aber den Bauern verlieren. Das heißt, erstmal den König rüber. Jetzt kommt die kurze Rochade. Und jetzt haben wir eben eine ganz unangenehme Stellung für Schwarz. Also wenn Weiß zum Beispiel diesen Läufer rausnimmt, kann er hier oben den Bauern gewinnen. Ganz schwer zu spielen für Schwarz. Alle Figuren schauen auf den Königsflügel. Und hier ist der Bauernsturm, kommt als nächstes. Also das ist ganz, ganz brenzlig. Ich weiß nicht, ob Schwarz das hier schon ahnt, aber eigentlich müssten hier sozusagen alle Alarmglocken angehen und läuten. Dieser Angriff am Königsflügel wird vernichtend sein. Und wenn man so einem Angriff ausgesetzt ist, sollte man versuchen, so schnell wie möglich im Zentrum oder auf dem anderen Flügel Gegenspiel zu entwickeln. Das sollte man versuchen. Und da hilft es nicht, wenn man denn hier so viel Zeit verschwendet mit Zügen, die eigentlich nichts tun. Das heißt, Schwarz hätte zu diesem Zeitpunkt schon hier, na gut, der geht nicht, aber ich hätte hier schon irgendwie Türme im Spiel haben müssen, anstatt hier mit den Damen und den Bauern rumzuziehen. Wir werden gleich sehen, wie sich das rächt. Und jetzt kommt G6. Und G6 ist ein schlechter Zug, weil jetzt das kommt, was zu befürchten ist. Und da zeigt eben Weiß jetzt sein ganzes Verständnis vom Londoner System. Da merkt man eben auch, der Franz hat das schon oft gespielt. Und dann scheint auch immer diese aggressive Variante mit langer Rochade. Weil jetzt mit der großen Überzeugung kommt der beste Zug. Ich weiß nicht, was ihr spielen würdet. H4. Und dadurch, dass man jetzt diese Struktur hat, hat man auch einen Hebel für Weiß, wo er diese Struktur aufhebeln kann. Und nicht vergessen, hier ist auch noch ein zweiter Turm, der kann nämlich auch noch hier rüber auf die H-Linie. Und auf der H-Linie, da wird das Unheil kommen. Ja, Schwarz möchte gerne hier den Bauernvorstoß unterstützen und da kann er nicht hin, weil der Läufer drauf ist. Das heißt, hier kommt der nächste langsame Zug. Es wird langsam umgebaut. Indirekt ist es vielleicht auch eine Idee, auf der siebten Reihe ein bisschen zu decken, indirekt mit dem Turm. Und Weiß ist unbewehrt. Ich reiß das auf. Schwarz nimmt den. Und was ist der beste Zug, der eindeutigste Zug hier? Den kann man einfach wegnehmen. Das heißt, das war jetzt der große Patzer, der sofort die Entscheidung bringt, weil den kann man einfach wegnehmen. Und wenn der Schwarz zurückschlägt, ist er matt. Das geht nicht. Das heißt, er müsste jetzt versuchen, irgendwie diese Diagonale zu blockieren und hier einen Bauern dazwischen zu stellen. Das wäre das Einzige, was noch irgendwie noch halbwegs das absehbare Ende hinauszuzögern. Er spielt aber jetzt die Idee weiter Turm rüber, um jetzt eben hier irgendwie vorzumarschieren. Aber das ist jetzt alles schon zu spät, weil hier gibt es schon einen Siegzug für Weiß. Gott, und mach ruhig mal Pause. Ich habe einen kleinen Tipp vorhin gegeben oder eben gegeben. Das Übel kommt auf der H-Linie. Der Läufer schaut hier rein. Der Turm steht hier und der Turm kann hier auch rüberkommen. Und jetzt habt ihr es wahrscheinlich. Also hier würde jetzt Turm schlägt H7. Wird die Entscheidung sein. Schauen wir uns mal an, was passiert denn, wenn er hier schlägt. Dann kommt der nächste Turm rein und dann ist es matt. Das heißt, dieses Turmopfer hier hätte sofort den Sieg gebracht. Turm H6 ist ähnlich stark, verzögert das Ende ein bisschen.
Schwarz versucht irgendwie zu blockieren, aber jetzt kommt der nächste Superzug. Also London-mäßiger geht es nicht. Es ist ein Opfer. Der Läufer schlägt rein. Und hier kann er nicht zurückschlagen, weil wenn die Dame zurückschlägt, ist es matt. Schwarz nimmt einen gefährlichen Angreifer raus. Jetzt kommt aber das Schach. Hier können wir nicht raus, weil das ist ein Matt. König muss, so traurig wie es ist, in die Ecke gehen. Jetzt kommt die Dame rein. Schwarz versucht noch irgendwie was zu verteidigen. Aber hier ist es jetzt auch schon ein schönes Matt in zwei. Weiß nicht, ob ihr es schon gesehen habt. Abzugsschach, Turm dazwischen, Matt. Das wäre auch schon vorher gegangen. Hier wäre es auch schon möglich gewesen. Schach. Und das wäre auch schon ein Matt gewesen. Es ist eine super Illustration, wie gefährlich das Londoner System sein kann, wenn Schwarz zu langsam spielt. Das heißt, wenn dort so ein Angriff, wenn ihr Schwarz spielt und so ein Angriff bahnt sich an, alle Figuren richten sich auf euren Königflügel, dann könnt ihr nicht einfach Figuren hin und her schieben, sondern dann müsst ihr einen Vorstoß machen in der Mitte oder am anderen Flügel. Und diese lange Rochade, so ein bisschen so die aggressive Aggro-Variante im London für Weiß, die hat auch viele Nachteile. Also wenn hier irgendwo wirklich dieser Vorstoß kommt und hier die Linien aufgehen, dann steht hier eben die weiße Dame und der weiße König auch direkt in der Schusslinie. Das heißt, wenn ihr mit Schwarz so einen Angriff ausgesetzt seid, dann müsst ihr Gegenspiel machen. Jetzt müsst ihr Gegenspiel entfalten in der Mitte am Königsflügel, Bauernvorstöße. Anders könnt ihr das nicht verteidigen, weil einfach zu viele Figuren hier reinströmen in die Stellung. Hier auch noch verstärkt durch die offene H-Linie. Und ganz generell kann man sagen, ein Stück zurück, gehen wir diese Stellung. Hier in solch eine Stellung hinein zu rochieren, ist auch ein bisschen gefährlich. Also wenn ihr tatsächlich so einen Zug spielt, überlegt euch das gut. Und zur Not bleibt einfach noch in der Mitte stehen oder überlegt vielleicht so über die lange Rochade nach. Aber hier rein ist vielleicht auch ein bisschen zu mutig gewesen, wenn man vorher so viele Tempi verschwendet und Bauern und die Dame durch die Gegend zieht. Also, ihr seht, tolle Partie, vielen Dank, Franz, dass du mir die geschickt hast. Und man sieht, du hast häufiger London gespielt und ich habe eine zusätzliche Illustration bekommen, die sich sehr gut einreiht in die London-Videos, die ich schon gemacht habe. Vielen Dank dafür. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.